Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr fragt euch vielleicht, warum hier so schlechtes Licht ist in der Küche. Ihr habt den Titel des Videos schon gesehen. Wir räumen ein bisschen die Küche um. Wir sind ja nicht gerade erst eingezogen und haben alles erstmal so übergangsweise fertig gemacht. Ja, wir haben einen neuen Kühlschrank, der wirklich ungünstig steht. Aber der ist nicht neu. Ihr kennt ihn vielleicht aus alten Videos. Das ist der Kühlschrank, der in der Wohnung in Osnabrück war. Den hat Philipp jetzt abgegeben. Also er brauchte den nicht mehr. Und er war sehr froh, dass wir den genommen haben, weil der ist einfach riesig und sauschwer. Und war echt auch ein Akt, den erstmal dort aus der Wohnung zu kriegen. Dann im Bus transportieren, kein Ding. Ich bin so froh, dass ich jetzt einen großen Bus habe. Dann aber den hier wieder hochzukriegen. Also ich danke an dieser Stelle nochmal allen Leuten, die mit Tragen geholfen haben. Der Punkt ist jetzt natürlich, zum einen können wir den anderen Kühlschrank verkaufen, meinen schönen rosanen, ist aber nicht schlimm. Und zum anderen muss jetzt hier nochmal ein bisschen umgeräumt werden. Der Kühlschrank ist ja sehr, sehr breit. Also der wird hier hinten schon irgendwie stehen. Also der hier kommt ja hier raus und die Barhocker, hier sollte eigentlich eine Bar hin, aber wird jetzt wohl nicht mehr, die kommen halt auch weg. Und der kommt dann einfach, wird einfach hier hingeschoben. Dafür muss ich das untere Regal abbauen. Und das wird jetzt, glaube ich, meine Aufgabe werden. Zwischenstand. Ich habe den jetzt erstmal hier hingeschoben, weil als er da so ganz so, also mit hier in einem Abstand und hier in einem Abstand da stand, das war für mich irgendwie nicht schön. Und jetzt könnte man hier in die Ecke nämlich wirklich wieder irgendwas reinstellen, sage ich mal. Oh Gott, ich habe mich hier gerade an den hier angelehnt, der kippelt jetzt natürlich, wo ich stehe. Der ist noch angeschlossen, ich habe jetzt hier hinten Kabel lang gelegt, weil den hier kann man noch nicht anmachen, der muss erstmal sauber gemacht werden. Ich kann ihn ja mal. Also die Türen, das geht halt hier super auf. Sehr schön. Hier fehlen noch die Fächer. Naja, hier geht es jetzt wegen dem anderen Kühlschrank nicht, aber ansonsten ist es auch gut. Genau, und jetzt müssen wir halt mal gucken, wegen dem einen Regal. Das muss jetzt halt weichen. Mal schauen, ich will den hier auf jeden Fall erstmal innen drin sauber machen, bevor ich den anmache. Die 24 Stunden sind nämlich auch noch gar nicht um. Also den dürfen wir noch gar nicht anmachen. Der wurde nämlich leider liegend transportiert, weil der... Also mein Bus ist zwar groß und hat ein Hochdach, aber trotzdem hat der nicht reingepasst. Deswegen bleibt der hier auch erstmal noch erhalten. Ich überlege gerade, ob der hier reinpasst. Wir brauchen wirklich keine zwei Kühlschränke. Es macht gar keinen Sinn. Also klar, wenn man jetzt so zwei kleine hat, so, was weiß ich, den rosanen und denselben noch in Türkis, dann ist das eine der Essenskühlschrank, das andere der Getränkekühlschrank. Das wäre schon cool. Aber wir haben jetzt so einen Monsterkühlschrank, da brauchen wir nicht zwei. Auf jeden Fall riecht der voll ekelhaft nach Kühlschrank. Boah, ich hasse diesen Geruch. Ich muss den jetzt erstmal sauber machen. Ich finde die Perspektive richtig cool. Ich habe einfach mein Handy hier vorne in das Ding, ins da, wo der Tacho ist, reingestellt. Das hält einfach.
Ich bin auf dem Weg zu Ikea. Ich stehe im Stau auf der Landstraße. Keiner weiß wieso. Vor mir fährt ein relativ hoher Transporter. Deswegen kann ich nicht sehen, wie weit der Stau noch ist und was der Auslöser ist. Jedenfalls, was wollte ich denn sagen? Ich bin total verwirrt. Jedenfalls fahre ich zu Ikea und hole zum einen für die Küche ein neues Regal für die für da in der Ecke und zum anderen für den Bus eine Matratze für oben, wo Karls Bett hinkommt. Es ist so eine Kindermatratze von Ikea und dann wird die zugeschnitten und ja, das ist jetzt erstmal so der Plan, wenn ich dran denke und wenn ich rück zum Baumarkt vorbeikomme, aber das dürfte eigentlich gehen. Also ich glaube nämlich, ich fahre nämlich an einem Obi oder sowas vorbei, dann hole ich noch ein bisschen Sprühkleber, weil dieser Wandteppich, den ich da rangemacht habe, um das Armaflex zu verkleiden, der hat nicht so gut gehalten und das will ich mit Sprühkleber nochmal versuchen. Genau, ansonsten gucke ich dann mal auch in dem Baumarkt nach so, also bei Obi weiß ich, dass es gibt so Holzverschnittreste, nach sowas werde ich dann nochmal gucken und ja, vielleicht noch ein paar Winkel oder so, mal gucken, also das ist jetzt erstmal soweit mein Plan und ich glaube, ich habe die Ursache gefunden. Hier ist nämlich vor mir ein Gabelstapler gefahren. So, hier müsste gleich irgendwo ein Blitzer kommen, deswegen musste ich jetzt mal ein bisschen langsam fahren. Ja, soweit erstmal der Plan. Ich zeige euch, was ich dann geholt habe und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder nach dem Einkaufen. Kann mir mal bitte jemand verraten, warum ich mit dem Golf zu Ikea gefahren bin und nicht mit dem Bus? Also, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich muss die Sitze klappen und so. Ich glaube, das ist bei mir einfach im Kopf noch nicht so ganz angekommen, dass ich ein großes Auto besitze. Aber gut, ich bin jetzt wieder da, wie ihr seht. Und ich habe bei Obi vergessen, in die Holzrestekiste zu gucken. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich muss jetzt erstmal schnell Wäsche aufhängen. Und dann werde ich in der Küche das, also in der Ecke einen Platz machen, den anderen Kühlschrank da wegstellen und das Regal aufbauen, einräumen und ja, dann den anderen Kühlschrank mal rausstellen aus der Küche. Der muss dann auch noch sauber gemacht werden. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, hier jetzt das Möbelstück aufzubauen, aber ich habe jetzt hier erstmal die Ecke freigeräumt, den Boden hier gewischt. Das Ding hier hängt auch wieder und diese zwei Dübel, die müssen wir irgendwie mal noch irgendwann ziehen, es sei denn, man sieht die vielleicht nicht durch die Mikrowelle, dann können sie bleiben. Ich frage mich schon wieder, warum ich ein Ikea-Möbelstück alleine aufbaue, aber ich will, dass die Küche schnell wieder komplett fertig und benutzbar ist. Ich hasse aber Möbel aufbauen, wirklich. Vor allem Ikea-Möbel, aber das ist jetzt mir egal, also ich hoffe, es ist einfach nicht so komplex. Zeitraffer gesehen habt, sind die Zwiebeln runtergefallen, deswegen ist der wieder dreckig. Ich habe das Obst- und Gemüsenetz jetzt wieder hier rangehängt, weil wenn das da hängt, dann passt das hier nicht, hier die Mikrowelle nicht mehr auf. So, hi, super coole spiegelnde Mikrowelle. Ich finde meine Sortierung eigentlich ganz cool. Das mit den Küchenrollen, da war halt noch ein Platz frei und wir haben echt, wieso auch immer, so einen fetten Küchenrollenvorrat. So, jetzt haben wir auch endlich wieder eine Uhr in der Küche, nämlich auf der Mikrowelle. Sehr, sehr, sehr gut.
Ich mache hier unten gleich nochmal sauber, beziehungsweise wenn ich diesen rosanen Kühlschrank hier rauskriege aus der Küche, dann kann ich nämlich hier auch meinen Staubsaugroboter rumfahren lassen, dass der sich hier mal seine neue Gegend anguckt. Ich weiß nicht, ob der unter das Regal passt, das wäre natürlich cool. Ja, so sieht es jetzt erstmal aus. Ach, hier auf dem Schrank kann ich die ganzen Flaschen auch wieder in eine Reihe stellen. Die mussten ja nur zwischenzeitlich weichen. Irgendwie macht es mich schon traurig, dass ich meinen wunderschönen Kühlschrank hier jetzt bei eBay Kleinanzeigen reingestellt habe. Aber was will ich machen? Wir brauchen ihn nicht. Ich muss ehrlich sagen, na, ich finde den schöner als den anderen. Also rein optisch, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber also optisch ist es halt tausendmal cooler, einen rosanen Retro-Kühlschrank zu haben, als so einen Edelstahl Side-by-Side. Sonst was? Keine Ahnung. Nein, aber ich glaube, der Punkt ist einfach, als ich mir den gekauft habe, habe ich so diese ganze Küche, alles sehr, sehr minimalistisch auf kleinstem Raum, ich kann das Video, wenn ich dran denke, unten verlinken, in rosa und weiß, also hochglanzweiß eingerichtet. Und ich habe mir dabei so viel Mühe gegeben. Ich hatte ein totales Konzept und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und jetzt geht das erste Teil davon schon weg. Beziehungsweise es ist ja nicht mal das erste Teil. Die Arbeitsplatte ist zum Beispiel nicht mehr da. Und die Regale, die an der Wand waren, die sind nicht mehr in der Küche. Die sind jetzt bei Karl. Die Servierwägen werde ich auch gleich... Okay, nicht gleich. Ich muss die erstmal aus dem Keller ausgraben. Die werde ich auch bald noch inserieren bei eBay. Also von daher, ja... Die Küche ist jetzt sauber, der Staubsaugroboter ist durchgefahren, er passt unter das Regal. Es ist super, ich finde es total cool, wenn die Regale so eine gewisse Höhe haben. Und jetzt ist hier die Ecke nämlich auch wieder sauber. Ich finde es nach wie vor sehr, 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 sehr schön. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu unserer kleinen Umräumaktion hier sagt. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, einen netten Kommentar zu schreiben. Und ja, dann bis zum nächsten Video.